schon mal gesagt, dass ich Krankenhäuser hasse? Hallo! Ja. Was laufst du? Ich war erst im Gym mit deinem Bruder. Flapsig. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Siehst auch gut aus. Kann schon wieder heimgehen eigentlich. Ich fühle mich gesund. Ich frage auch jeder, der mich irgendwie fragt auf Instagram, so, wie geht's dir? Ich schreibe immer, mir geht's super. Mir geht's auch super. Ja, du siehst auch gut aus. So. Okay. Morgen wird meine Hälfte abrasiert. Schön Undercut. Ja, das heißt, ich habe schon überlegt, ob ich alle Haare dann kurz mache. Komplette Glatze? Ja, also wie sieht das aus, wenn die eine Hälfte so... Die machen ja nur hier, wo die Narbe machen. Nein, die machen komplett, oder? Die Hälfte? Nein, die haben gesagt, da nur, wo die Narbe machen, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Lieber die schönen Haare dran lassen, wenigstens auf der einen Seite. Das sieht voll komisch aus. Sieht aus wie so ein Irokese, kennst du jetzt? Die sehen die anderen, die nur in der Mitte dieses Ding haben. Ja. Jetzt kannst du auch Hallo sagen. Ach so. Ist jetzt das Intro gewesen? Sehr professionell. Hallo zusammen. Das ist das Intro, das professionelle Intro. Die Sprachfehler fangen schon an. Das professionelle Intro. Ja, wir sind einen Tag kurz vor der OP, haben gerade eine PET-Untersuchung gemacht. Das ist irgendwie, habe ich ja gerade erklärt, radioaktive Stoffe rein, damit man die Region irgendwie besser kennt, damit der Professor genau sieht, wo müssen wir operieren und wo liegt der Tumor und wo nicht. Und ja, das war jetzt so die letzte Voruntersuchung für morgen. Ich habe schon 3 oder 4 andere gehabt. Psychologen und Vorgespräche und Aufklärungen, was es alles gab. Ja, und jetzt gibt es noch ein Gespräch mit dem Arzt, das hätte ich gern. Und dann bin ich morgen in der OP. Ja, leider gestaltet sich sehr schwierig hier mit dem Film, aber... Ja, es ist nicht ganz einfach. Wir klären auch noch ab, ob wir morgen in der OP vielleicht so ein bisschen mitfilmen können. Jetzt nicht vielleicht direkt drauf, aber... So ein bisschen mitfilmen, weil es wird halt schon sehr crazy, weil ich werde in der OP geweckt. Also ich kriege eine Vollnarkose, dann schneiden die meinen Kopf auf und dann arbeitet der Arzt halt hier und dann werde ich geweckt und die Psychologin spricht mit mir. Das machen die, um halt auszuschließen, dass er irgendwelche sprachwichtigen Funktionen zerstört, weil dieser Tumor liegt anscheinend genau in dieser Sprachregion. Wir können dieses Bild mal einblenden, das fand ich sehr interessant, was du genau auf Insta gepostet hast, dieses 3D-Modell. Dieses lilane, wenn ich das richtig im Kopf habe, lila, rosane, das ist die Sprachregion, das gelbe ist die Bewegungsregion. Und das grenzt so ein bisschen an der Bewegungsregion, deswegen muss ich mich so ein bisschen bewegen, also die Hand, und ich muss sprechen. Und das halt während der OP, also während er arbeitet, also schon sehr verrückt. Und dann werde ich wieder schlummern gelegt und dann machen die das zu und fertig. Dann bin ich einen Tag auf der Intensivstation. Da hoffen wir natürlich auch, dass der René vielleicht mal kurz vorbeischauen kann. Und dann war es das auch schon. Dann hoffe ich, dass es damit erledigt ist und ich nicht noch irgendwelche Nachuntersuchungen machen muss oder Strahlung oder Chemo oder so ein Kack. Ich hoffe halt einfach wirklich vom Herzen, dass dieser Tumor komplett rausgeht. Ich bin ja hier auch in guten Händen. Also Heidelberg soll ja mit eines der besten Kliniken sein, auch was diesen Bereich betrifft. Und dann bin ich hoffentlich morgen schon durch. Also ich habe halt gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Nachuntersuchungen. Ich habe keine Angst, und das sage ich jetzt nicht einfach so vor Cam und dass ich cool wirke und so. Ich habe tatsächlich keine Angst. Ich habe Respekt vor der OP, aber ich fühle mich gut und ich bin der festen Überzeugung, dass ich gesund werde, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und gut gehen wird. Und so bin ich die ganze Zeit getrimmt. Also ich habe keinen einzigen negativen Gedanken gehabt. Als ich es natürlich erfahren habe, bin ich traurig gewesen, dass ich auch nicht kämpfen darf. Das war eigentlich meine Hauptsorge. So, hey Mann. Hat das überwogen quasi? Ja, es hat überwogen. Ja. Also die Trauer, dass ich nicht kämpfen darf, so verrückt es klingt, und das ist wirklich die Wahrheit, hat überwogen. Im Nachhinein habe ich dann erstmal realisiert, was das überhaupt alles ist. Aber ich dachte mir so, boah Mann, Alter, kann das dann nicht wenigstens 10 Wochen davor kommen oder irgendwie 2 Wochen danach? Nee, es muss halt irgendwie 10 Tage vorm Kampf kommen. Und das war halt so, war schon sehr traurig. Aber es ist so, und ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Und es soll einfach nicht sein, dass ich da kämpfe. Es ist einfach Fakt. Es soll einfach nicht sein. Und jetzt bin ich hier und es wird alles gut. Da bin ich fest überzeugt. Und nächstes Jahr kämpfe ich wieder. Dann zeige ich euch meine Boxskills. Dann zeige ich euch, dass ich gut boxen kann. Gibt es ja noch ein paar Kandidaten. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt ein paar Kandidaten, die ich im Kopf habe. Und die werden dann nächstes Jahr rasiert. Aber erstmal gesund werden und alles Weitere bereden wir dann. Edmund hat sich sehr korrekt verhalten. Ich habe ihn ja vor dem Kampf angerufen und habe ihm das gesagt. Hat er gesagt, er hat Gänsehaut und es tut ihm sehr leid. Und er hat mir im Nachhinein auch nochmal geschrieben und hat mir gesagt, dass egal was zwischen uns passiert ist, dass er wirklich mir wünscht, dass
alles in Ordnung ist, dass ich die OP gut überstehe und wünsche mir gute Genesung. Also das fand ich schon sehr korrekt von ihm. Ich muss ja meine Gehirnfunktion aufrechterhalten. Wurde dir das gesagt, dass du sowas machen sollst? Nein. Nee. Ich habe mich selber aus wissenschaftlichen Studien und Smolika aus links. Ich kann nicht mehr, guck mal. Ich bin schon. Aber das kann ich euch ans Herz legen. Das sind die geilsten überhaupt. Du hast mich gefragt, ob mir das gesagt worden ist. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe aus eigenen Studien das Quatsch. Das sollen wir auch schneiden, ja? Ja, bitte. Das klingt sehr blöd. Lässt wahrscheinlich drin. Na klar. Wann hast du das letzte Mal jetzt eigentlich Sport gemacht? Das letzte Mal war am Montag letzte Woche. Letzte Woche Montag, Paddle-Tennis. Paddle-Tennis. Danach auch noch mit Markus Patzen. Wann denn? Am Dienstag, ne? Danach im Gym, ja. Weil ich ja eigentlich vorhatte, noch zu kämpfen. Nach der Diagnose habe ich mir gesagt, ja, ich kämpfe trotzdem, mir geht's ja gut. Ja. Also ich habe ja keine Anfälle gehabt, die habe ich nur im Training bekommen. Und dann beim Paddle-Tennis habe ich das erste Mal wieder beim normalen Sport bekommen, weil normalerweise war es immer nur im Sparring und halt nicht einfach, wenn ich trainiert habe. Ich konnte Sprints machen, Läufe machen, Patze, alles. Da habe ich es nach dem Paddle-Tennis bekommen. Und dann am nächsten Tag war ich tatsächlich allein im Kino. Ich mache sowas ab und zu, allein ins Kino gehen. Ich finde, wenn man allein ins Kino geht oder allein essen geht, dann ist man irgendwie so für sich und kann auch über vieles nachdenken. Ich mag das auf jeden Fall. Und dann habe ich nach dem Kino mit Salome telefoniert, bin heimgefahren und habe das während des Telefonats mich auch wieder so einen Anfall bekommen. Da hattest du die Diagnose schon? Ja, ich hatte die Diagnose schon. Und hat der Arzt nicht gesagt, du sollst kein Auto mehr fahren, oder? Nö. Nee. Nee, weil ich hatte ja noch keine Anfälle. Ich hatte die Anfälle ja nur im Training. Weil ja. mir ging es ja gut. Ich hatte es, also für mich war das fremd, dass ich irgendwie zwischendurch mal Anfälle bekomme. Ja. Und dann kam das plötzlich, ich bin Auto gefahren, habe mit Dame telefoniert, über Freisprechanlage natürlich. Und dann habe ich nicht, dass der eine denkt, ich war hier am Handy so. Und dann habe ich gemerkt, so wow, bin aber noch, also ich habe die Anfälle immer gemerkt. Also es kam immer so ein ganz komisches Gefühl, wie, ich beschreibe es immer, wenn ich Achterbahn fahren würde, aber halt aber eher negativ. Und dann kam das so und habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas ist. Dann bin ich halt rechts rangefahren und dann war es ziemlich schlimm beim ersten Mal, muss ich sagen. Es ging auch sehr lang. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, was ist das denn? Und dann am nächsten Tag habe ich halt so eine Art epileptischen Anfall bekommen, wo ich mir eben auf die Zunge gebissen habe. Und da habe ich mir dann gesagt so, da hat mich auch mein Trainer angerufen und der hat dann gesagt, ich kann machen, was ich will, aber er wird nicht in meine Ecke gehen. Wie war das in dem Moment? Kacke wahrscheinlich. Kacke, aber ich habe es auch verstanden. Ich war nicht böse auf ihn, weil ich hätte das Gleiche gemacht, wenn mein Schüler hätte kämpfen wollen. Habe dann aber in dem Moment auch schon gedacht, es macht auch keinen Sinn mit den Anfällen und so, das wird immer schlimmer. Ich will natürlich auch nicht da im Ring auf einmal umfallen. Ich bin dir ehrlich, als du mich angerufen hast, also meine Freundin war auch mit dabei, das war auch das Erste, was ich danach zu ihr gesagt habe, dass ich nicht verstehen kann, dass du kämpfst. Weil ich glaube, man kann es nicht verstehen, wenn man selber nicht Kampfsport macht und es halt auch liebt und so. Und vor allem für mich war der Kampf schon sehr wichtig, weil halt ich einfach zeigen wollte, dass ich auch boxen kann. Gerade gegen Edmond und so, der ja auch immer gesagt hat, ich kann nicht boxen. Ja. Und der ja so ein bisschen als der Boxguru in Deutschland gehandhabt wird, habe ich mir gedacht, das ist schon wichtig. Und es war also, natürlich war es auch ein bisschen so ein Ego-Ding, bin ich ehrlich. Ja. Und Ego sollte natürlich nicht über Gesundheit stehen. Aber gleichzeitig war es auch das Herz, was ich hatte. Und es kam dann halt die Verbindung, habe ich gesagt, ich kämpfe trotzdem. Ich sag's einfach niemandem, ich kämpfe. Aber dann wurde es so schlimm, dass dann doch die Vernunft kam und mein Trainer auch gesagt hat, und dann war klar, ey, geht. Ja. Crunchyroll, beste. Crunchyroll, Chicken, beste. Hast du Chicken? Ja, ich hab Veggie. Richtig delicious. Naja, dann mal einen guten, ne? Wie ist das Krankenhaus essen so? Also Crunchyroll schmeckt sowieso geil und sieht schon sehr clean aus. Also sehr clean, healthy. Große Schloss von Heidelberg. Das ist meine Residenz. Große Schloss von Heidelberg. Also ich meine, ich glaube, es gibt schon nur eins, aber das ist richtig cool. Nee, da hinten ist auch noch ein Schloss. Das ist eine Burg. Das ist was ist der Unterschied zwischen der Burg das und dem Schloss? Das möchte ich jetzt auch gerne mal wissen. Bitte. Sag mal. Also, das Ding ist, eine Burg ist zur Verteidigung. Also, da lebt der Burgherr mit seiner Burgfrau und drumherum ist ein Dorf. Und ein Schloss, da ist nichts drumherum. Ein Schloss ist so, da ist nicht zum Beispiel eine Burgmauer rundherum um das Schloss. Eine das Schlossmauer. Absoluter Quatsch, was eine du Schlossmauer. Das klingt tatsächlich sehr logisch, was du da sagst. Ja, aber ein Schloss ist nicht zur Verteidigung. In einem Schloss lebt der König, der Kaiser oder ein Herzog oder so. Aber in einer Burg lebt kein König. Okay, ich google mal. Das klingt erschreckend logisch, was du da erzählst.
Ach du Scheiße, sie recht. Burgen dienen zur Verteidigung und dem Schutz. Schlösser, Herrenhäuser entstanden erst später. Ich hatte in der Grundschule so eine Urkunde, Burgfräulein Salome, die Edle von Schloss Homburg. Krass. Die letzten Abendstunden brechen an. Wie sich das anhört. Wir spazieren romantisch im Sonnenuntergang an der Neckar entlang. Hier ist echt schön, ja? Ja, hier ist echt schön. Nochmal frische Luft schnappen und morgen früh geht's dann los. Morgen früh sehen wir uns, denke ich mal, auch nochmal. Sehr, sehr früh geht's los. Ich werde der Erste sein, so um 7, 7.30 Uhr circa. Wir genießen das jetzt nochmal, aber ich gehe ja stark davon aus, dass ich ein paar Tage nach der OP bereits wieder zumindest mal spazieren gehen kann. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Bis morgen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich überhaupt 10% habe. Ach stimmt, du darfst nichts mehr trinken wahrscheinlich. Doch, ein bisschen. Ja? Ein bisschen nur. Wie geht's dir sonst? Wie war die Nacht? Gut, dass ich dich frage, wenn du dir gerade die Zähne putzt. Kommt gleich an. Wir sehen uns gleich. Ja, die Nacht war eigentlich gut. Also ich bin sehr spät eingeschlafen, muss ich zugeben, weil ich sehr viel Gedanken hatte. So um 1 Uhr, 1.15 Uhr. So um 6 Uhr bin ich dann aufgewacht, musste mich dann hier vorbereiten und anziehen, weil der Pfleger mich um 6.15 Uhr kontrolliert hat, ob auch alles passt in diesen schicken Strümpfen hier, Thrombosestrümpfe. Und jetzt um 7.15 Uhr bin ich geholt. Aber ich habe eigentlich gut geschlafen, also ich habe durchgeschlafen und bin auch gar nicht müde, weil ich halt schon nervös bin jetzt, wie ich zugeben muss. Aber ich habe es gestern zu Salome gesagt, ich würde sagen 5% auch verspüre ich leichte Angst. Respekt wahrscheinlich auch einfach. Respekt so, ja. Also ich bin sehr zuversichtlich. Also 90-95% vertraue ich einfach darauf, dass alles gut wird. Aber trotzdem hat man natürlich so ein bisschen Bammel innen drin und hoffe einfach, dass alles gut wird. Vor allem, dass er keine wichtigen Funktionen irgendwie durchschneidet und dass ich danach ganz normal reden kann, laufen kann, Sport machen kann. Und da habe ich natürlich so ein bisschen, ich glaube, das ist aber normal. Und bin jetzt auch nervös, viele Gedanken. Ich bin aber sehr froh, dass Salome hier mit dem Zimmer schlafen darf. Meine Zimmernachbarin. Und um 7.15 Uhr werde ich dann geholt. Da macht eine Studentin, glaube ich, ist das. Die macht da so eine, was macht die denn? Ich glaube eine Studie. Studie oder so für irgendeine Arbeit. Und davon werden dann Bilder gemacht. Und diese Bilder dürfen wir dann benutzen. Also man sieht so ein bisschen tatsächlich was von der OP dann. Aber so live dabei nicht. Wir sehen uns dann spätestens dann wieder, wenn ich ja, wach bin und es mir dann auch gut geht. Das wird alles gut. Schaffst du, Baby? Der kann wahrscheinlich so aussehen. Wir haben es mittlerweile. Kurz nach 10. Wie sieht das aus? Ja, kurz nach 10. Wir rätseln die ganze Zeit, ob Michi jetzt gerade wach ist oder schläft. Schon wieder schläft. Ja. Ich würde so gerne wissen, ich würde so gerne in diesen Operationssaal gucken und einfach, mich müsste noch nicht mal irgendwas sehen, ich will nur sehen, ob er wach ist oder schläft wenigstens ein bisschen. Aber ja, ich bin die ganze Zeit unterbewusst voll nervös. Aber jetzt, also so, noch, also so jetzt, so wenn ich so darüber nachdenke, nicht, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit so meinen Bauch und so, ich finde so ein bisschen, das ist so ein bisschen ähnliches Gefühl wie so, wenn er kämpft oder so kurz bevor er kämpft. Also schon echt richtig nervös. Wenn im Auto regnen. Ja, das ist lustig, ja. Können Wolken kämpfen? Ein Wolken. Super. Gleich 1 Uhr. Und immer noch nichts. Boah, ich war doch schon so aufgeregt. Ich glaube, bin sogar beim. Oh nee, mein Magen hat sich die ganze Zeit umgedreht. Das ist schlimmer als bei einem Kampf. Viel schlimmer. Das hört einfach nicht auf. Um 3. Wir haben gerade mal nachgefragt, weil ich habe gefühlt jede halbe Stunde nachgefragt. Aber der ist immer noch in der OP und ja,
Die meinten, das kann noch bis 16 oder 17 Uhr gehen. Das ist jetzt anscheinend normal, dass die OPs so lang gehen, aber boah, mein Magen, der dreht sich die ganze Zeit um. Also es ist wirklich nichts vergleichbar. Ich war, glaube ich, noch nie so nervös in meinem kompletten Leben. Und es ist richtig schlimm. Mein Magen dreht sich die ganze Zeit. Mir ist richtig übel. Ich könnte gefühlt die ganze Zeit mich übergeben. Aber hilft alles nichts. Man muss trotzdem warten. Ich würde mir so gerne wünschen, dass man mal wenigstens so ein Update irgendwie dazwischen bekommt. Ob der wieder eingeschlafen ist oder so. Keine Ahnung. Hauptsache irgendein Update. Aber das wird alles Gutes einfach, ja. Ja, aber es ist schon hart. Also dieses Warten, dieses Ungewisse, das ist so hart, Mann. Aber egal, wir hoffen natürlich weiter, dass weiterhin das alles gut bleibt. Hey Leute, meine OP ist jetzt 4 Tage her. Ich sitze wieder hier und erhole mich ein bisschen davon. Man merkt, dass die ganze Narbe nach unten fließt. Ich habe auch immer noch Schluck auf. Also ich kann jetzt hier während des Videos immer mal wieder einen Schluck auf haben. Das ist völlig normal. Und es soll jetzt in den nächsten Tagen runtergehen. Ich hatte die OP 12 Stunden lang. Das heißt, während der OP musste ich 2 Stunden tatsächlich wach sein und mit der Psychologin sprechen. Also ich war praktisch so. Ich habe die das abgegrenzt und haben hinten halt operiert. Ich glaube, ein- oder zweimal habe ich mit den Ärzten geredet, aber sonst die ganze Zeit nur mit der Psychologin. Ich habe der Sätze beantwortet, ich habe Bilder mit der beschrieben, ich habe mit meinem Privatleben geschrieben, habe mit ihrem Privatleben geschrieben und darüber geredet und es war einfach nicht schön. Also es war ein bisschen anstrengend, weil ich hatte hier überall auch Stellen drin, die auch wehtat und ich habe dann immer wieder gesagt, hey, könnte ich mir Schmerzmittel geben, weil es schon auch mit der Zeit immer mehr wehtat, aber für mich war es wie so eine halbe Stunde, war aber insgesamt 2 Stunden und der Arzt hat gesagt, dass ich so mit einer der Top 3 war, der da durchgehalten hat und mitgemacht hat und ja, das war natürlich für mich sehr schön. Bin dann aber aufgewacht in der Intensivstation und hatte dann hier so einen Katheter drin, konnte dann pinkeln, wann ich wollte. Ich habe überall, war irgendwas drin in meinem Körper, überall waren irgendwelche Kabel drin. Dann war ich circa 24 Stunden auf der Intensivstation. Salome kam dann zu mir, hat ein bisschen was gefilmt, aber auch nicht so viel. Also hat mich dann auch in Ruhe gelassen. Die war auch die Einzige, die mich da hat gesehen. Und ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass sie da war. Ich kann mich daran nicht mehr so lange erinnern. Ich habe einfach nur geschlafen und geschlummert. Und die ersten 2 Tage war auch okay. Man hat das alles gar nicht gesehen. Und jetzt mittlerweile kommt das alles so runter. Die ersten 1-2 Tage habe ich so ein bisschen Probleme gehabt mit der Sprache habe ich immer noch so ein bisschen. Also man merkt, mir fallen 1-2 Wörter noch nicht so ein, aber ich kann ganz normal reden. Also es gibt andere, die haben, keine Ahnung, 50%, 30%, 20% nur zur Verfügung. Bei mir ist es, ich denke jetzt mal 85%, 90%. Es kommt natürlich auch immer mehr und immer mehr. Und ich muss natürlich erholen. Ich habe auch so Antiepileptika, die muss ich jetzt ein paar Monate nehmen. Ich muss ja auch so Schmerzmittel nehmen, also habe ich auch schon ein bisschen reduziert. Also ich versuche natürlich, so wenig wie möglich einzunehmen, aber das, was ich nehmen muss, nehme ich halt dazu. Nach der Operation musste ich einen Tag später nochmal ein MRT machen und dort haben die dann festgestellt, dass kein Tumor mehr drin ist. Also das ist sehr erleichternd für mich. Ich muss keine Chemo mehr machen, ich muss auch kein Cyberknife von außen mehr machen, das alles neutralisieren. Ich muss aber dann 2-3 Monate später, egal zu welchem Arzt, der sich damit auskennt, nochmal anschauen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und was das genau für ein Tumor ist, das erfahre ich jetzt in 1-2 Tagen, die überprüfen das jetzt erstmal, aber soll ein gutartiger gewesen sein, Stufe 2. Aber dieses Orangene war der Tumor, der drin war. Also der hat auf die Sprachausgabe gedrückt, auf die Bewegungsausgabe und der war auch sehr groß. Also deswegen hat er eben 12 Stunden gebraucht und nicht nur irgendwie 6 oder so. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist und ja, ich fühle mich sehr gut. Ich bin noch so ein bisschen down und weiß auch, dass ich nächste Woche und vielleicht übernächste Woche noch nicht trainieren kann. Aber wenn ich dann wieder kann, dann trainiere ich wieder und mache für mich einfach ein bisschen. Sparring soll ich noch ein bisschen lassen, also 2, 3, 4 Monate, je nachdem, wie ich mich fühle. Aber ansonsten fühle ich mich gut. Also ich habe meine Freunde hier, meine Freundin, die hinter der Kamera jetzt sitzt. Viele Freunde kamen da, meine Familie kommt hierher und auch die Community da draußen. Jeden Tag habe ich wirklich super viele Nachrichten bekommen und da freue ich mich wirklich sehr. Meine Sponsoren hier haben mir auch Blumen geschickt. Ich habe viele Karten bekommen. Auch meine GSN-Sachen nehme ich auch jeden Tag. Die zeige ich jetzt zwar nicht in der Story, aber ich nehme die trotzdem, weil ich mich damit gut fühle und besser fühle. Und ich mache damit gerade keine Werbung, aber wenn ihr trotzdem den besten Rabatt haben wollt, könnt ihr den Code SMOLIK verwenden bei OACE oder bei ESN.
Und da werde ich in den nächsten Tagen irgendwann mal auch wieder Werbung machen, aber erst, wenn ich mich danach fühle. Also nur, falls ihr irgendwie Fragen habt, geht immer noch, könnt ihr immer noch den besten Rabatt sichern, aber jetzt nicht. Aber ansonsten sehen wir uns dann demnächst auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Instagram-Kanal. Vielleicht auch mal, wenn es wieder funktioniert, Twitch, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten vielen, vielen Dank für euren Support, für eure Danksagung, für alles Mögliche, was ihr mir geschrieben habt. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Das war's von mir, euer Michael Smolik. Haut rein, bis dann.